Briten reagieren quasi singend. Der alte Song It's My Party trendet gerade. Etwas umgetextet titelt die Sun: Es ist meine Party und ich halte mich bedeckt, wenn ich das will. Lässt man das Wörtchen low noch weg, hieße es und ich lüge, wenn ich will. Doch weder Wegducken noch Lügen klappt. Der Skandal um die Party in Downing Street No. 10 ist riesig. Und Johnson versucht es mit einer Art Entschuldigung. Mr. Speaker, I want to apologize. Ich möchte mich entschuldigen. Ich dachte, es handle sich um ein Arbeitsevent. But Mr. Speaker, aber im Nachhinein ist klar, ich hätte alle nach drin schicken sollen, hätte einen anderen Weg finden müssen, meinen Mitarbeitern zu danken. I should have found some other way to thank them. Für den Journalisten Ralf Sina sind Johnsons Worte Unsinn. Er hat den britischen Premier als WDR-Korrespondent oft in Brüssel erlebt, kennt dessen Masche, sich immer irgendwie rausreden zu wollen. Statt irgendwelchen Blödsinn zu reden und zu erzählen, ich hatte das für ein Arbeitstreffen gehalten und ich hätte die Leute ins Haus schicken sollen, hätte er ganz klar sagen müssen, das ging gar nicht. Ich habe elementar gefehlt. Ich habe im Grunde genommen mein Amt verraten und ich bitte um Entschuldigung. Und diese Worte sind nicht gekommen und die wären wahrscheinlich die einzige Rettung gewesen. Jetzt heißt es von allen Seiten, the party's over, Boris. Für viele Briten hat Johnson den moralischen Kompass verloren, denn im Mai gilt ein harter Lockdown für alle, offenbar nur nicht für die Mitarbeiter in Johnsons Regierungssitz. Dort wurde ja offenbar lustig gefeiert. Wenn wir nicht mehr glauben können, dass die Regierenden uns die Wahrheit sagen, dann haben diese Menschen das Recht verloren zu regieren. Es war eine erzwungene Entschuldigung und ich finde, es gibt keine andere Schlussfolgerung. Mr. Johnson, tun Sie das Richtige, treten Sie zurück. Und die Opposition im Parlament reagiert mit Spott. Seine Verteidigung, er habe nicht gemerkt, dass er auf einer Party war. Es ist so lächerlich, dass es für das Volk schon beleidigend ist. Die Leute sind sauer. Die Briten sagen, wir haben unsere Angehörigen, die zum Teil sterbend auf den Intensivstationen lagen, nicht besuchen können, während 20 Feten in der Nähe von Downing Street No. 10 gelaufen sind. Und jetzt geht der noch hin auf diese dumm dreiste Art, das lassen wir uns nicht bieten. Und es gehört sozusagen zur DNA von Boris Johnson, sich für quasi göttlich und unverwundbar zu halten und nicht zu merken, wann er den Bogen überspannt. Diesmal aber könnte die Party für Boris Johnson tatsächlich vorbei sein. Die Rücktrittsforderungen sind so massiv, dass mancher Beobachter glaubt, er halte sich höchstens noch 2 Wochen. Ja, dann fragen wir doch mal unsere Beobachterin Valerie Krall in London. Ist es noch die Frage, ob oder nur noch wann Johnson zurücktritt? Das ist tatsächlich die große Frage und auch Politikexperten sind sich hier nicht so ganz einig. Heute sieht es tatsächlich eher wieder ein bisschen nach einem Ob aus. Natürlich ist, was gegen Johnson spricht, was sein Problem ist, einige seiner eigenen Parteimitglieder haben sich offen schon gegen ihn gestellt und in der Basis brodelt es. Die sind mit dieser halbgaren Entschuldigung gestern im Parlament überhaupt nicht zufrieden. Was für ihn spricht, gestern haben sich nach und nach doch alle Kabinettsmitglieder, also die mit ihm in der Regierung sind, für ihn ausgesprochen. Oder zumindest gesagt, sie wollen den Untersuchungsbericht noch abwarten. Es läuft im Moment eine Untersuchung in diese mehreren Lockdown-Partys, die stattgefunden haben sollen. Und insofern hat sich Johnson zumindest ein bisschen Zeit erkauft. Allerdings könnte dieser Bericht auch schon nächste Woche veröffentlicht werden. Und dann kommt es ganz stark darauf an, wie das bei seinen Tories, bei seinen Parteimitgliedern aufgenommen wird. Wenn es ihn am Ende doch verreißt, dann käme der Rücktritt ja in extrem unsicheren Zeiten. Die Pandemie, die Großbritannien auch hart trifft, die Brexit-Folgen nicht ausgestanden. Wer oder was käme denn nach Johnson? Auch das wird hier natürlich spekuliert, denn es ist ja nicht der erste Skandal. Über die letzten Wochen haben die sich ja angesammelt. Und es sind aus seiner Tory-Partei vor allen Dingen immer 2 Politikerinnen, die genannt werden. Das erste ist Rishi Sunak, Johnsons Finanzminister und sein Nachbar in der Downing Street. Der soll wohl auf den Top-Posten schielen, obwohl er das selbst noch nicht so gesagt hat. Und das zweite ist Liz Truss, die Außenministerin, die seit einigen Monaten erst neue Außenministerin ist, die wohl bei der Partei Basis sehr beliebt ist. Die beiden könnten potenziell Johnson nachfolgen, aber solange er sich noch mehr oder weniger fest oder eben auch immer locker werdender im Sattel hält, ist das natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch Spekulation. Der britische Premier Boris Johnson hat zugegeben, während des Corona-Lockdowns Party gemacht zu haben. Das könnte ihn das Amt kosten. Informationen dazu von Valerie Krall in London. Danke sehr.